In diesem Video spreche ich über ein relativ unbekanntes Bauteil, was in Elektroautos zu einer massiven Reichweitensteigerung führen kann. Wir nehmen das Beispiel ID.3, bei dem das bis zu 30% mehr Reichweite bedeutet. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Vor kurzem hatte ich ein Konfigurationsvideo zum VW ID.3 gemacht und dort über die Wärmepumpe gesprochen. Ich habe ganz offen zugegeben, dass ich nicht weiß, wie diese Wärmepumpe funktioniert, denn ich bin einfach nur Elektroautofahrer und kein Techniker. Zum Glück gibt es viele Zuschauer, die mich unterstützen. Insofern bin ich mit einigen Insider-Informationen zur Wärmepumpe vom VW ID.3 ausgestattet worden und möchte euch mit meinen Möglichkeiten, wie gesagt, ich bin kein Techniker, erklären, wie die Wärmepumpe funktioniert und warum die im VW ID.3 doch entgegen meiner Empfehlung wirklich ein Kauf sein könnte. Fangen wir mit der Basis an. Was ist eigentlich eine Wärmepumpe oder warum braucht man sie? In einem Auto mit Verbrennungsmotor ist es ja so, dass ein Großteil der verbrannten Energie in Wärme umgewandelt wird und nur ein kleiner Teil in Vortrieb. Das heißt im Prinzip, wenn man einen Verbrennungsmotor betreibt, verschwendet man 60% vom Treibstoff dafür, dass die Umgebung oder eben halt das Auto gewärmt wird und nur 40% werden in Vortrieb umgewandelt. Und deswegen kann man diese Wärme, die ja da wirklich im Überfluss vorhanden ist, dann auch nutzen, um zum Beispiel die Raumtemperatur in einem Auto aufrechtzuerhalten auf die zum Beispiel gewünschten 21 Grad. Beim Elektroauto ist das ganz anders. Da gibt es keine Explosion, kein Feuer, keine Wärme, die einfach mal so aus dem Motor entsteht, sondern hier ist es so, dass die Wärme erst langsam entstehen würde, wenn man jetzt zum Beispiel den Motor hochtourig dreht, die Antriebskomponenten arbeiten, dann entsteht natürlich auch Wärme, aber das ist viel, viel weniger als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. In der Regel ist es so, dass die Elektromotoren so 98-99% Effizienz haben. Das heißt, wir reden hier über einen Wärmeverlust von 1-2%. Und ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass gerade im Winter damit eine Heizung nicht vernünftig betrieben werden kann. Was hat man also in Elektroautos gemacht? Ganz am Anfang hat man tatsächlich dort quasi so eine Art Standheizung eingebaut. Es gibt also einige Elektroautos, die haben dann als Verbrennungsmotor so eine Standheizung, die die Autos dann wärmt. Davon ist man natürlich schnell abgekommen, denn das ist ja kontraproduktiv. Und insofern ist bei den meisten Elektroautos, ich sage mal, ein Radiator eingebaut. Also sprich eine Heizung, die über einen Heizdraht zum Beispiel dann den Innenraum erwärmt. Der große Vorteil ist, dass das wirklich super schnell geht. Also zum Beispiel bei unserem Smart Electric Drive, der jetzt 4 Jahre alt ist, also das ältere Modell, dauert das wirklich keine 2 Minuten, bis der Innenraum wirklich warm ist. Also ich bin kaum auf der Landstraße, da ist es schon warm, während diese Strecke, wenn man die mit dem Verbrenner fahren würde, dann doch noch eine ziemlich kalte Angelegenheit ist. Also insofern haben die Heizsysteme in Elektroautos einen großen Vorteil. Sie sind sehr schnell warm, aber sie haben auch einen Nachteil. Sie verbrauchen viel Energie. Ich habe ja jetzt verschiedene Elektroautos getestet und ich kann sagen, dass so ungefähr zwischen 1-7 Kilowatt Leistung hier gebraucht werden. Das heißt, würde diese Leistung über eine Stunde gebraucht werden, wären das dann entsprechend 1-7 Kilowattstunden, die ich dann entsprechend zusätzlich verbrauchen würde zu dem Strom, den ich für den Vortrieb brauche. Und wenn man sich das zum Beispiel bei unseren Smart anschaut, dann ist es so, dass der eigentlich so bei den aktuellen Temperaturen so um die 15 Kilowattstunden verbraucht, machen wir die Heizung an. Denn hier in Schleswig-Holstein ist es im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern doch recht kühl. Also heute Morgen hatten wir auch nur irgendwie so 15 Grad und haben dann die Heizung auf 21 gestellt. Dann geht der Verbrauch gleich auf 20 Kilowattstunden hoch. Das bedeutet, diese Differenz zwischen 15 und 20, die 5 Kilowattstunden, ist zum Beispiel das, was die Heizung am Anfang in der Spitze braucht. Und wenn der Raum im Auto natürlich erwärmt wird, dann geht das ein bisschen runter. Deswegen eben halt diese Differenz zwischen 1-7 Kilowatt, die ich dort schon gesehen habe.
Das Gute ist, es gibt auch effizientere Systeme. Das sieht man auch bei anderen Herstellern, gerade die Koreaner zum Beispiel. Also Kia und Hyundai sind dafür bekannt, dass sie im Winter, wenn dann die Heizung erforderlich ist, hier deutlich effizienter arbeiten. Und das Mittel der Wahl ist die Wärmepumpe. Wie gesagt, ich bin kein Techniker, insofern kann ich euch jetzt nicht die ganzen technischen Zusammenhänge erklären. Für mich als Elektroautofahrer ist immer wichtig, komme ich weiter oder nicht und ist das Auto warm oder nicht. Insofern, es gibt da verschiedene Systeme. Auch Tesla nutzt mittlerweile im Model Y eine Wärmepumpe, aber wie ich jetzt hier von einem Zuschauer erfahren habe, ist das ein anderes System als der VW ID.3, also das System von VW nutzt. Ich habe hier sogar eine Seite von VW gefunden, die ich euch hier gerade zeige, mit einigen Basisinformationen als Hintergrund, wie die Wärmepumpe funktioniert. Insofern kennt ihr die vielleicht auch schon aus dem Hausbau. Dort gibt es ja auch die Möglichkeiten mit Wärmepumpe, gerade so die Energiesparhäuser zu betreiben. Das heißt, man hat keine fossile Heizung mehr, sondern mit dem am besten Sonnen- oder regenerativ erzeugten Strom betreibt man diese Wärmepumpe, die aus der kalten Luft dann die Wärme entzieht und in das Auto bringt. Und hier bei VW ist es eben halt so, dass die Wärmepumpe über ein System, was ein Kältemittel verdichtet, also unter hohem Druck verdichtet, gewonnen wird, und durch diesen Druck, das kennt man ja auch, ne, wenn man so Sachen aneinander reibt oder druckt, entsteht Wärme, und diese Wärme wird dann dafür genutzt, dass die durchströmende Kaltluft erhitzt wird, und dadurch ist dann der Reichweitenvorteil vorhanden. Es ist so, dass beim VW ID.3 ein komplett neues System drin ist. Denn viele Autohersteller haben einfach nur eine Wärmepumpe und dann, ich nenne es jetzt einfach mal Klimaanlage. Und diese Klimaanlage, die arbeitet dann entsprechend, wenn die Temperaturen so hoch sind, dass die Wärmepumpe keinen Sinn macht. In meinem Konfigurationsvideo hatte ich zum Beispiel gesagt, dass meistens so zwischen knapp über 0 bis 10 Grad die Wärmepumpe überhaupt Sinn macht, und ansonsten wird das andere System genutzt. Bei VW ist es so, diese neue Klimaanlage oder dieses Wärmepumpensystem arbeitet von minus 25 Grad bis plus 30 Grad, jetzt einfach nur so als Beispiel, immer mit diesem einen System. Also das heißt, egal wie die Temperaturen draußen sind, wird dieses Wärmepumpensystem genutzt, weil es eben halt eine spezielle Konstruktion ist und somit nicht nur bei kühlen Temperaturen verwendet werden kann, sondern auch bei warmen. Was bedeutet das für dich in der Praxis? Ganz einfach, auch wenn es warm draußen ist, sparst du Energie, weil diese Wärmepumpe eben halt auch in der Wärme gut funktioniert. Ist es besonders kalt, sparst du natürlich auch Energie und überall dazwischen. Der große Vorteil ist, dass hier der Unterschied dann zwischen der Reichweite im Winter und im Sommer deutlich geringer sein sollte. Ich habe natürlich keine Werte. Erstens habe ich ja bisher nur einen kurzen Test gemacht. Zweitens gibt es noch gar keine Erfahrungswerte aus dem Winter. Und dementsprechend einfach mal so für dich aus der Praxis. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie dein Fahrprofil ist. Wenn du viel Kurzstrecke fährst, sprich das Auto ständig aufgeheizt wird und dann wieder abkühlt, dann ist der Energiebedarf natürlich von der Klimaanlage, Heizung oder Wärmepumpe höher, als wenn du jetzt Langstrecke fährst. Also wie ich das zum Beispiel mache, wenn ich da meine 500 oder 1300 Kilometer fahre, dann wird eben halt einmal am Anfang viel Energie gebraucht. Sagen wir die ersten 10 Minuten, bis alles warm ist, und dann wird nur noch der Stand gehalten, und so komme ich dann, ich kann bei meinem Tester die Daten laufend auslesen, dann kann ich zum Beispiel sehen, dass ich dann durchaus teilweise nur 0,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauche oder 1 Kilowattstunde. Insofern hält sich das dann wirklich im Rahmen. Fahre ich aber los, dann ist es in der Spitze durchaus auch mal 4 Kilowattstunden, die dort durchlaufen würden, würde ich eine Stunde das nutzen. Also insofern sagt VW hier weniger Stromverbrauch, mehr Reichweite. Sie sagen sogar bei minus 25 Grad bis zu 30% mehr Reichweite. Natürlich im Vergleich zu der geringeren Reichweite im Winter, aber das ist wirklich beachtlich. Ich kenne es aus meiner Praxis, wie gesagt, dass wenn ich auf der Langstrecke fahre, so im Winter so 20% mehr verbrauche. Im Kurzstreckenbetrieb bei unserem BMW ID3 oder
ID3, BMW i3 oder bei unserem Smart ID sind es dann eher so 20-30%. Da merkt man eben halt wirklich, dass wir mehr Kurzstrecke fahren. Also das heißt, ich vermute mal, wenn wir hier sozusagen 30% mehr Reichweite haben, dass im Winter dann auch durchaus die Sommerwerte erreicht werden können, beziehungsweise dass im Sommer im Vergleich zu den Autos ohne Wärmepumpe dann natürlich auch die Reichweite höher ist. Das ganze System ist auch nachhaltig. Darauf legt ja VW sehr viel Wert. Das finde ich auch gut beim VW ID.3, dass das das erste klimaneutral erzeugte oder produzierte Fahrzeug ist. Und auch hier bei der Klimaanlage bzw. Wärmepumpe ist das mit ein Thema. Ja, was kostet der Spaß? Die Reichweitenoptimierung kostet hier 1.242,86 € mit der aktuellen Mehrwertsteuer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass dieses System nicht nur in diesem begrenzten Temperaturspektrum von knapp über 0 bis 10 Grad wie bei anderen Wärmepumpensystemen funktioniert, sondern die ganze Zeit, kann ich das durchaus empfehlen, diese 1.242 € auszugeben, wenn man erstens zum Beispiel einfach weniger Strom verbrauchen will, also sprich der ökologische Gesichtspunkt relevant ist. Oder zweitens, wenn man daran interessiert ist, mehr Reichweite zu haben. Gerade wenn du viel Kurzstrecke fährst, wird sich das im Winter deutlich zeigen. Dementsprechend hast du natürlich auch weniger Stromkosten und schonst entsprechend auch die Umwelt. Also ich hoffe, dieser kurze Überblick hat dir einen Einblick gegeben, wie diese Wärmepumpe funktioniert, warum sie erforderlich ist, warum sie hier in diesem Fall durchaus Sinn macht. Du kannst das bei fast jedem Modell dazu buchen, also mit Ausnahme der Basismodelle, aber auch hier schon zum Beispiel bei dem aktuell von mir ausgewählten VW ID.3 Live, den es ab 37.800 rund gibt, von dem dann wiederum aber auch noch der Umweltbonus von 9.100 € netto zuzüglich der Mehrwertsteuer auf den 3.000 € Herstelleranteil abgezogen wird. Also insofern durchaus interessant auch für die günstigeren Varianten hier diese 1.200 € für die Wärmepumpe zu investieren. Ja, soweit von mir heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder auch Korrekturen hast, schreib sie gerne unter das Video. Ich hoffe, dass ich die Kommentare jetzt besser beantworten konnte. Im letzten Video über 800 Kommentare. Ich bin einfach nicht hinterhergekommen. Aber wenn jetzt nicht ganz so viele Kommentare kommen, beantworte ich sie natürlich gerne. Und wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du das wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.